Letzte Runde. Ja, ich glaube, dann haben wir schöne 5 Stündchen heute zusammengekriegt. Ist doch ganz nett, ne? Hat katastrophal angefangen und mittelkatastrophal dann geendet. Mehr kann man von so einem Tag nicht erwarten. Das ist so. Und wenigstens läuft jetzt alles. Ja, Gott, das stimmt. Oh geil, ich würde so gerne mit Kaya zocken, German Potato. Lol. Kaya ist der Beste, da können wir zusammen auf Indisch reden. Denn meine indische Stimme habe ich natürlich von Kaya Jana, ne? Ach du Kacke. Schon als Kind habe ich geguckt. Guckst du. Geist, töte mich, dass ich das hier nicht ertragen muss. Was? Kaya Jana ist der Beste. Beste Mann. Weißt du, was das hier für ein Haus ist? Ja. Das ist das Philipp-Gedächtnishaus, wo ich geschrien habe. Ja, Dachboden, ne? Du bist auf dem Dachboden. Da. Zum Verrecken nicht. Ich geh hoch. Hier drin war's, hier hab ich geschrien. Aber ich glaube, Kaya Jana joggt nur mit Leuten, die große Reichweite haben. Sorry. Okay. Wo denn? Wo wir uns versteckt haben letzte Mal. Wo ich so geschrien habe. Hinten im Bad. Ah, ja, ja, okay. Ich habe aber, glaube ich, keine Kamera. Aber du weißt, wo unten, ne? Durch die Küche, hinten durch ins Bad. Ja, 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 ja. Der wird auch mit mir zocken bestimmt. Ja, klar. Ich mag die Mann. Ich hasse dieses Haus. Ich finde auch, das hat die gruseligste Atmosphäre. Hier ist der Raum, wo Sarah gestorben ist. Nein, ich will nicht dran denken. Komm, hier immer noch die Tränen. Oh Gott. Claudia! Grüße. Ja. Hat einer von der Thermometer dabei? Ja. Ja, ja, ich hab. Da gehen wir auf den Dachboden. War ich schon. Hast du was gefunden? Nein. Hast du Temperatur gefunden? Negativ. Ich hab nirgendwo einen kalten Raum gefunden. Ja, auch noch nicht. Ich geh nochmal nach unten. Wo ist die Voodoo-Puppe? Ich will die ja mal ausprobieren. Die Voodoo-Puppe war unten im Glauben. Ah. Das ist ein Teddy, oder? Nee, die liegt immer unten im Schlafzimmer. Hier. Goldmond, hier ist eine Voodoo-Puppe. Ah, geil, geil, geil. Ich will hier die sehen. Ja. Los, du musst sie auf den Boden aufheben und auf den Boden schmeißen, glaube ich. Warte, ich mach das. Ich bin noch nicht hier. Pass auf, komm, hier, wo bist du? Komm her. Du musst leuchten. Alle, hopp. Naja, okay, Moment, nochmal. Passiert nichts. Hol die mal mit nach unten. Ja. Ja, aber das Thermometer liegt. Ja, egal, brauchen wir nicht. Gib's mit. Ich hab ein Thermometer. Warte. Die Voodoo-Puppe fliegt nur, wenn der Geist in der Nähe ist oder im Raum. Ja, ja, dann läuft die da hin oder so. Hab ich noch nie gesehen, glaube ich. Also live. Dass die auch dieses Haus nehmen muss. Warum was nicht, Frank? Oh, Minusgrade. Ich vergesse mal die Hälfte, die ich erzähle und die geschrieben wird. Ich hab Minusgrade hier. Oh! In der Küche. Weiß die Puppe jetzt hier hin. Pass auf. Passiert gar nichts. Passiert gar nichts. Hier in der Küche sind 4 Minusgrade. Safe. Die fällt. Weil hier ist wieder warm. Minus. Warte, ich geh mal kurz hier rein. Ja, es ist die Küche, safe. Erkan und Stefan, oh Gott. Okay, ich habe eine Kamera dabei. Ich stell die mal auf hier. Ah, beste. Buch liegt auch schon. Wow, wer hat denn da die Kamera aufgestellt? Schnell. Die Kamera ist jetzt schon. Sehr gut, sehr gut. Ja, 2 Stück sind besser als eine. Die Küche ist groß. Oh.
Nein, Claudia! Es ist einer tot! Es ist einer tot! Wo ist sie gestorben? Oh, hier in der Ecke. Oh nein, guck mal. Scheiße! Wo ist sie gestorben? Oh nein! Oh. Aber Claudia ist so ein Erdmännchen. Die schreit nicht, die ist einfach still, wenn sie stirbt. Oh Mann! Wir hören dich, Claudia. Nur ganz ruhig. Wir hören dich irgendwie aus dem Jenseits. Ach, Menno. Oh. Schreib ins Buch. Na, na, warte, Geist. Du tötest ihn nicht umsonst. Ich geh den jetzt mal einräuchern. Genau. Ich sag ja, Kaya Jana hat ja eine große Reichweite und der zockt ja nur mit Leuten, die auch eine große Reichweite haben. Das ist naja, da so. Zwei Spiele gelebt und zwei tot. Gute Statistik. Du blöder Geist, verreck an diesem Rauch. Aber ich bin ja bei Kaya Jana schon verewigt in einem Video. Hast du gehört? Was? Geister, ups. Aber sonst gefrier noch, ne? Die dritte fehlt noch, oder? Die dritte fehlt noch? Das ist korrekt. Okay, ich geh einfach mal rein mit der Box. Bist du hier? 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 Ach, der Knochen. Fotoapparat habt ihr, ne? Hab grad Knochenfoto gemacht und hebe auf. Ja, perfekt. Ich komm in die Küche und mach Fingerabdrücke. Guck nach Fingerabdrücke. Hier wurde gerade eine Tür geöffnet in meiner Nähe. Ja, der will nicht. Der steht anscheinend auf Frauen. Bist du hier? Rede mit mir. Wo bist du? Oh. Ich habe es gehört. Wie verewigt? Ich hatte einen Prime-Sub bei ihm dagelassen und bei YouTube gibt es ein Video, wo er mit Paul Panzer spielt. Ich glaube, irgendwo ab Minute 13 oder ich habe einen Kommentar darunter geschrieben. Hoch, hoch, hoch. Ich schütze mich. Okay. Hier liegt übrigens noch eine Puppe da. Oh! Noch eine? Hä? Ich hab keinen Warte. Bock mehr, der war gerade bei mir drin. Auf dem Weg zu mir hat er aufgehört zu haben. Glück gehabt. Glück gehabt. Okay, Guys. Ich hab hier deine Puppe. Ich geb sie dir aber nur, wenn du lieb bist. Hier ist deine Puppe. Nix passiert. Oh, hoppla. Ich habe auch keine Fingerabdrücke. Ich habe auch keine Fingerabdrücke, nirgendwo. Bist du hier? Bist du hier? Hol mal die Box, red mal mit der Box. Ja, die ist doch hier. Bist du hier?
Lebst du noch? Ja, ne? Robert! Robert, wenn der Geist huntet, kannst du nicht mit dem Mikrofon sprechen. Weil? Also zumindest nicht über Walkie-Talkie, wir haben ihn ja schon gehört. ich habe den auf jeden Fall auf Foto gehabt. Ich habe abgedrückt, als ich ihn gesehen habe, und es hat nichts gebracht. Und es steht übrigens toter Körper auf einem Foto, also zählt das doch. Bei Profi. Nein, das ist kein Geist. Toter Körper wegen der Versicherung. Körper ist aber kein Geist. Nein, aber wegen der Versicherung. Er hat das Buch bewegt. Da muss die Claudia mir gleich sagen, ob das geklappt hat mit der Versicherung. Ich habe ihren toten Körper fotografiert. Kannst du mal bitte die Geisterbox holen? Bei mir funktioniert das echt nicht. Ja, ich... Da muss halt toter Körper stehen. Manchmal ist das ja nicht so. Bist du hier? Nichts erkannt. Geh mal, ich muss nur alleine vielleicht mal in den Raum, oder? Unglücklicherweise. Bist du hier? Wo bist du? Der hat hinten das Waschbecken angemacht. Oh, das kannst du noch fotografieren gehen. Ich habe kein Foto mehr. Wo bist du? Wo ist das Waschbecken? Hinten durch. Ja, hab ich von Schiff gehört. Raus. Robert ist tot. Upsala. Oh Gott, Robert ist nicht tot. Aber Philipp vielleicht. Philipp? Aber sonst hätten wir dieses Ha gehört, der war bei uns hier unten. Der, hast du gesehen, der war an der Tür direkt. Philipp. Wir brauchen EMF. Ich wollte eben noch sagen, ich bin noch keinmal gestorben heute. LOL. Ich hau ja ab. Das ist doch nicht wahr. Habt ihr das gesehen? Hey, Claudia. Oh nein, er hat einen Zubieber. Goldfuß. Nein,
Naja, auf jeden Fall, wir haben einen lustigen Geist hier. Er wirft mit blauen Tassen um sich. Hol mal eine Sanity-Pille oben. Claudia, du kannst auch was schmeißen hier. Hier, du kannst immer, wenn du also wir brauchen Box, EMF. Ich gucke nochmal. Ich dachte, ich warte im Van. Sie waren liebe und einfühlsame Phasmogamer. Es tut mir so leid, ich werde sie immer in guter Erinnerung behalten. Hast du verstanden? Ja, EMF. War 4. Geisterbuch. Ja, aber wenn EMF schon 4 war, dann ist es auch 5. Das Buch liegt doch drin. Ich hol nochmal ein Buch mit. Haben wir schon Beweise? Ja, wir haben Geisterorb und Gefriertemperaturen und ich vermute, dass der letzte EMF ist. Aber oh nein, wir haben auch alles erfüllt, ey. Ich hätte voll die Kohle bekommen, verdammt. Und keiner, oh, die sollen meine Leiche fotografieren. Oh nein. Ja? Genau, Italian Striker, das Spiel handelt einfach davon, dass du halt mit den verschiedenen Instrumenten, die du hier hast, herausfinden musst, was für ein Geist das hier ist. Und dann kriegst du Kohle, Kohle, Kohle. Oh, wie viele Geister? Boah. War das nicht mehr wert? Okay. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Geister. 12. Dus. Hast du auch das EMF? Hast du die Tür zugemacht? Nee, das war der. Ich hab keine Türen hier. Hey, warte mal. Kann ich hier Sachen schmeißen? Ah, warte mal, der Philipp will doch ein Bier, oder? Ich hab auch ein Fotoapparat. Robert, hast du das EMF? Hey, ich will ein Bier. Sollst du mich dringend gleich ein Fotoapparat? Hey, wieso kann ich das nicht? Nee, Mann. Gib mir das. Bei meiner Leiche müsste ein EMF sein. Die hören dich nicht. Otto! Otto! Ach doch! Schwericht zu mir! Er sagt das immer so lustig! Schwericht zu mir! Talk to me! Ja, komm her, ich dachte, du kannst nicht springen. Hier liegt's doch. Ich seh's nicht, wirklich. Hey, bei mir lag da auch nichts. Jawohl, jo. Zeig es allen, Philipp. Zeig es allen. Record that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Jetzt habe ich wieder gar nichts. Ja, das geht immer weg. He tied you to her kitchen chair. EMF, he broke your throat and she cut your hair. Assist EMF, Fernfleber Claudia. EMF 5 ist der letzte Hinweis. Du. Habt ihr gehört? Mädels, es ist ein Phantom. Es ist ein Phantom. Es wurde von dem Phantom der Opa getötet. Es hat uns umgebracht. Wir sind tot. Halleluja. Da, 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 da.
I'm to say good. So, hast du eingetragen? Alles klar. Meldet sich, ich hoffe, ihr habt auch eingetragen, weil wir hauen jetzt ab. Es ist ein Phantom. Alles klar. Beweis war hab ich eingetragen. Fünf. Ich zähle jetzt noch bis 5 und dann geht's los. 1, 2, 3, 4, 5. Tschüss, Phantom. Der König schmeißt immer mit Zeug und Moment kommt.